Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Zurück mit Österreich bei Viktoria 3. Ja, das letzte Mal haben wir es nicht geschafft, Cultural Exclusion einzuführen. Schauen wir mal. Wir haben eine 30%ige Chance für Stalling. Das heißt, möglicherweise können wir es gar nicht einführen. Mir eine Drittelchance, dass es nicht klappt. Noch immer eine über 50%ige Chance, dass es klappt. Jetzt haben wir zweimal es nicht geschafft, durchzubringen, obwohl wir jeweils über 50, teilweise das letzte Mal sogar 70% hatten fast. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob noch was. Also wir haben auf jeden Fall eine normalerweise hätten wir, eigentlich sollten wir eine relativ gute Chance haben. So, außerdem helfen wir Belgien gegen ihre Revolution. That's it. Wie ist das mit der Revolution da? Ja. Die Revolte verliert. Obwohl sie mehr Leute sind. Gut. Recht eigentlich. Ich wäre fast recht gewesen, wenn die Revolutionäre gewonnen hätten. Aber da wollte mir keiner was. Da wollte mir keiner was zahlen. Also habe ich es auch nicht gemacht. Weil wir Automatic Machine Guns eingesetzt haben im Krieg. The Devil's Paintbrush. General Horst Remedes' use of dedicated machine gun teams in the Belgian Proletarian Revolt versus Belgium war has yielded advantageous results on the field of battle, leaving full platoons of enemies that they have even reached our lines. Ja, wir mähen die Leute jetzt nieder. Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have. Das ist ein Spruch von einem Briten, ich weiß. Kriegen plus 20% Ends, oder? Germany's mastery of this tool is unparalleled. Over Defender. Defender. Plus 10 Defense und plus 5 Surprise Maneuver Chance. Das ist besser. Das kriegen wir nur für 2 Jahre. Okay. Weil der Remele könnte. Wobei, wie alt ist denn der schon? Oh, 77. Naja, schauen wir mal, ob es mehr als 2 Jahre durchhält. Bin das schon allein deswegen recht, dass wir das schaffen, weil ich möchte gerne wissen, was passiert, wenn wir The Matter of Hungary schaffen. Na, schauen wir mal. So, wir haben Influence eigentlich. Eigentlich könnten wir das tun, um noch mehr außenpolitischen Druck zu treiben. Ja. Schauen wir mal. Wieso können wir Change to our Customs Union? So können wir. Was ist mit Sardinien? In unserer Customs Union. Deswegen können wir sie nicht. Nein. Die in unserer Customs Union sind, sind. Warum können wir die nicht nehmen? Not possible to change a project. Object. Ah. Dadurch sind sie auch in unserer Customs Union, aber oder? Schauen wir mal. Ist in unserer Past. Oh, wir können Interest declaren. Warte mal. Wir könnten Pacific Coast Interest machen und dann könnten wir dort auch noch erforschen. Oder? Decisions, dort gibt's noch Map the American Western Frontier. Ja, dafür brauchen wir
Was bauen wir dafür? Interest in the Pacific Coast. Okay. Ja, das. Wo noch? Indonesien natürlich wieder. Aber wir haben noch drei. Urarg. Japan vielleicht? Nein. Die zwei Gebiete noch. Und Frankreich. Wenn man das nächste Mal sollte, Frankreich noch einmal irgendwie blöd sein. So, schauen wir mal. Defensive Pacts. Und mal make schließen. Also Bayern wäre wirklich cool, aber die hassen uns leider. Das wird auch nichts. Dann könnte es schon gehen. Wenn die 25 von der Emi wieder weg ist. Parma sollte eigentlich auch gehen. Toskana. Irgendwas war bei der Toskana eine Logical Difference. Ja. Der Papst. Die mögen das nicht. Luca. Serbien. Na, Preußen. Preußen wäre natürlich cool. Also Baden auf jeden Fall mal. Baden, Parma auf jeden Fall als nächstes. Griechenland. Die sind auch antagonistisch. Und Sachsen sind im Krieg gerade, oder? Niederlande, Belgien. Okay. Wir können auf jeden Fall mal Solve Obligations. Da, da, da und da. Wir werden auf jeden Fall Belgien dann versuchen als nächstes. Aber jetzt ja eine Obligation durch den Krieg. Mit einem Defensive Act bringen. Und danach versuchen wir sie. Im Turbine unlocked, okay. Coal-fired Power Plant. Ah, wir können unsere Power Plants zu Coal Power Plants machen. Ich weiß nicht, die haben da Elektrizität. Nur Electricity Output, das ist vollkommen wurscht, ob es gefeiert ist oder nicht, gell? Na gut, schauen wir mal. Power Plants. Wenn wir das machen, dann brauchen wir mehr Kohle und mehr Engines. Engines ist so teuer. Aber dafür ist die Electricity viel billiger. Dann machen wir glatt. Mal das in einem Start und danach mal, ob wir mehr Engines bauen können. Wir brauchen viel mehr Engines. Kann man die irgendwie effektiv? Engine. Achso. Wo ist das? Können sie nicht
effektiver machen. Wir können nur Auto. Okay, ich glaube, ihr wollt mich verkackeiern. Ich kann das nicht auf Publicly Traded machen. Das ist ja wohl ein Witz. Und gibt es irgendein anderes, was ich nicht mitgekriegt habe? Na gut, wo war ich? Brauchen wir Motor Industries. Machen wir weiter Produktion. Oil Turbine auf keinen Fall. Was ist das? Electric Arc Process. For Steel Mills. Macht die Steel Mills produktiver. Oh, das klingt cool. Traktoren. Nitrogen Fixation. Na, machen wir die Steel Mills. Machen wir die E-Mails produktiv. So, jetzt haben wir es gleich in 3 Tagen. Komm schon, komm schon. Papa hätte gerne befriedigte Ungarn. Yay! So, wir haben den Defensive Pack mit. Und wir haben Cultural Exclusion. Yay! Das kostet uns Autorität, was nicht schlecht ist. Was wir machen werden, ist jetzt folgendes. Wir werden jetzt einen Brief, nämlich die Violent Suppression hier in den Raum geben. Dann haben wir wieder Authority hier. Agriculture. The industrialists have started complaining about the existence of blah blah blah. Kennen wir schon Westgalizien. Gets migration attraction. Oder wir verärgern die Industrialisten, ja. Wir wollen das nicht sehen. Ja, wir wären auf plus 4 gefallen und dann hätten wir das verloren. The Math of Hungary. In Wirklichkeit müsste das jetzt. Die Doppelmonarchie. Yay. Was macht die Doppelmonarchie? We've reached accommodation with the Hungarian people. Centuries of unbalanced rule, they will now play an equal role in an Austria-Hungarian state. Yeah. Austria and Hungary are united. Country will become known as Austria-Hungary. So, wir sind nicht mehr Österreich, sondern Österreich-Ungarn. Hungarian becomes a primary culture of Austria. Plus 20% of Hungarian Pops in Austria become more loyalists. Das ist irre. Austrian aristocracy loses the Austrian hegemonists. The ideology. Ah, das ist auch nett. Können wir auch eine neue Farbe? Wir haben eine neue Farbe. Wir sind jetzt Peacegelb. Oh Gott, ist das eklig. Oft. Kann ich wieder mein Weiß zurückhaben? Igitt. Die Farbe ist wirklich hässlich. Ich werde nie wieder Österreich spielen. Und Österreich-Ungarn.
Ich frage mich gerade, ob wir noch immer Deutschland werden können. Wir können Deutschland werden. Wir haben 10 Supporters, 7 von 30 sind auf unserer Seite. Hohenzollern wäre eine Möglichkeit. Braunschweig. Hohenzollern, Braunschweig wären gut. Ah, das sind zu viele. Zu viele. Oldenburg. Zu viele. Mecklenburg-Strelitz. Ah. Okay, wir können versuchen, entweder die Bayern auf unsere Seite zu kriegen, oder, aber die werden wir nicht schaffen, weil die sind Antagonistik. Können tatsächlich Deutschland noch immer werden. Mit Ungarn als Ding. Wo seid ihr Antagonistik? Wir sind so lieb zu euch. Wir machen Handel mit euch. Ich hoffe, ihr habt eine Revolution und ich kann den anderen helfen. Sehr ärgerlich. So, diesen Krieg haben wir quasi gewonnen, oder? Oh nein, doch nicht. Wir sind noch. Okay, Grün ist jetzt nicht wirklich viel. Was wird? Boah, das ist richtig fett. Plötzlich. Sollte generell noch viel stärker sinken. Okay, was haben wir gesagt? Mecklenburg-Strelitz. Oldenburg. Und was war das letzte? Ah ja, Hohenzollern. Von einem von denen. Das ist Mecklenburg. Aber trotzdem, die zwei sollte ich trotzdem weitermachen, bis wir 50 sind. Improve Relations. Na, das ist zu viel. Oldenburg kostet 187. Ah. Dann, dass wir noch immer in Famous sind, gell? Aber nicht mehr lange. Dann sehen wir es gleich wieder, weil wir dann Parma nämlich als Protektorat gewinnen. Okay, können wir Bankrolling? Okay. Radical Savoy von Danzig. They would not accept the Die USA. Montenegro, echt jetzt? Wie viel ist denn das bei denen? 72.000. Okay, das machen wir. Das ist in einer, das ist unsere Balance in einer Woche, oder? 72.000 machen wir in eineinhalb Wochen am Plus. Also, ich Crawl. Ah, das kostet auch viel. 100 Influence.
125 Influence, okay. Fahrt ist aber leichter als das andere. Na gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Vor allem, wenn wir Parma haben, sind wir zwar wieder infamous, aber wir haben ja weniger Dings verbraucht. Austria-Hungary, schauen. Oh, wird gerade diesen Krieg. Aber ich habe eh gesagt, dass die radikalen Sachsen mir fast lieber sind, wenn sie gewinnen. Müssen wir nur schauen, ob die radikalen Sachsen dann auch Kaplamo. Ja, okay. Nur zumindest da. Sind zumindest technologisch nicht super hinten nach. Polish Migrate. Wohin migraten die? Nach Iowa. Rivalry broken. Bolivien und Brasilien. Interessiert mich eigentlich nicht. Brasilien, Bolivien, okay. Eine Oblig. Negro. Okay. Ja, nachdem die aber sowieso schon ein Protektorat in uns sind, die Obligation und sie auf Plus bringen, was ich gut finde. Na gut, meine Lieben, schauen wir mal, noch immer 24 Jahre, Moel. Oh, mit den Osmanen. Kuppe aus Bayern. Uff. Farbstoff fürs Vereinigten Staaten. Okay. Bayern behalten wir bei. Einfach weil wir wollen, dass Bayern uns irgendwann mal mag. Mhm. Gehen schon wieder die ganzen Dings aus, die ganze Infrastruktur aus. Aber Boston Breakways. Auch eine vierte. Österreich. So, aber jetzt, da die Ungarn tatsächlich Teil Österreichs sind, sollten wir vielleicht auch in Ungarn machen. Schon.
Bis jetzt haben wir ja Ungarn vermieden wie die Pest. Jetzt könnten wir ein wenig in Ungarn auch investieren. Ja, anyway, meine Lieben, wie schon gesagt, machen wir heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.